Hallo zusammen, ich habe eine Zuschaueranfrage bekommen, warum ich dieses Öl zeige, was im Kühlsystem drin ist. Also ich habe es hier eingelagert, das Öl. Wir schauen es uns an. Das ist dieses Öl, das ist also ein Kälteöl, was im Kühlsystem drin ist. Warum ich dieses Öl zeige, was damit passiert, dieses Öl gefriert bei minus 45 Grad. Die zweite Zuschaueranfrage ist das, wie funktioniert das, dass ich so weit runterkomme auf minus 80 Grad und andere Kühlboxen packen nur minus 22. Das Kühlsystem. Wenn ich hier den Kompressor habe, dann fahre ich hier mit dem Kompressor raus in den Wärmetauscher mit Lamellen. Und dieser hat einen Ventilator. Das ist also Standard. Und dann fahre ich beim normalen Kühlsystem hier, dann kommt ein Filter, dann kommt ein Kapillarrohr, also ein langes, dünnes Rohr, und nachher gehe ich in das Kühlelement. Meistens habe ich hier noch einen Füllanschluss. Das ist also ein Standard-Kühlsystem und ich pumpe hier das Kältemittel rein. Hier wird die Wärme abgegeben und es geht zurück, Filtertrockner, wenn ich Feuchtigkeit und Verschmutzungen im Kühlsystem habe. Wir schalten hier das Kühlaggregat aus. Macht es ein bisschen weniger Lärm. Und dann spritze ich durch das Kapillarrohr bei größeren Anlagen. Bei größeren Anlagen habe ich dann ein Einspritzventil. Und hier, bis etwa hier, habe ich dann Temperaturen von minus 20 Grad im normalen Kühlschrank, normale Tiefkühltruhe, 25 Grad. Wenn ich dieses Öl habe, was bei minus 45 Grad funktioniert, das ich brauche, um den Kompressor zu schmieren, läuft das einfach mit dem Kältemittel rundherum und ich habe es irgendwann wieder in der Kühlmaschine. Habe ich aber in dem Kreislauf hier Temperaturen, die ich für so eine Truhe für minus 80 Grad brauche, Temperaturen von minus 90 Grad, dann friert dieses Öl zu und dieses Rohr hier, das hat einen Durchmesser von 0,6 mm bei dieser Leistung jetzt hier, und ein Tropfen Öl, was wir sowieso drin haben, hier sind rund 3 Deziliter Öl drin, dann friert das zu, System blockiert und es geht nichts mehr. Aus diesem Grund ist dieses System oder dieses Öl muss bei diesen Temperaturen noch flüssig sein. Jetzt habe ich gesagt, wir haben das System. Wir haben also hier eine Temperatur von minus 90 Grad Celsius. Ich habe in einem anderen Video erklärt, dass solch ein Kühlsystem für diese Temperaturen oder allgemein ein Kühlsystem kann vielleicht 60 Grad, 50, 60 Grad überwinden von der Temperatur her. Wir arbeiten hier mit minus 90 Grad, so können wir Temperaturen von minus 80 Grad erzeugen. Und hier in diesem Wärmetauscher arbeiten wir mit minus 20 Grad. Jetzt sagt jeder, Moment, minus 20 Grad, da kann ich die Wärme nicht abgeben. Das ist richtig. Wir haben auch nicht so einen Wärmetauscher, wir streichen den, sondern wir fahren hier rund raus. Und wir haben hier einen Wärmetauscher, der hat mir minus 20 Grad. Und wir haben dann so einen Koaxialwärmetauscher, das sind
einfach gesagt zwei Rohre ineinander, die gegenseitig laufen und so die Wärme austauschen. Dass wir bei diesem Kühlsystem minus 20 Grad erreichen, müssen wir hier kühlen. Das heißt, wir haben hier, das ist das gleiche wie das hier, das heißt, wir fahren so runter, im Gegenstrom, klar, haben wir einen zweiten Kompressor. Hier gehen wir dann in diesen Wärmetausch, den wir vorher schon hatten, mit den Lamellen und dem Ventilator. Hier könnten auch zwei Ventilatoren stehen, je nach. Und dann gehen wir runter, genau gleich, in den Filtertrockner, in ein Kapillarrohr und dann hier in das Kühlelement. Das heißt, wir haben dann hier Temperaturen, also hier in dem Bereich von minus 30 Grad, minus 25 Grad. Und hier bei diesem Wärmetausch haben wir plus 30 Grad. So können wir die Temperatur oder die Wärme abgeben an die Umgebungstemperatur. Das heißt, wir starten, wenn wir so ein System starten, zuerst das System hier. Der Kompressor fängt an zu laufen. Hier wird es kalt, bis wir hier eine Temperatur unter minus 20 Grad haben. Und dann starten wir das zweite Kühlsystem. Und das wird dann auf der warmen Seite runtergekühlt auf minus 20 Grad. Und so können wir sehen, hier haben wir eine Temperaturdifferenz von 70 Grad und hier haben wir eine Temperaturdifferenz von 60 Grad. Wir könnten auch hier hoch auf plus 40 Grad. So haben wir zwei Kühlsysteme, wie zwei Förderbänder oder so zwei Kranen oder zwei Lifte, die hintereinander laufen und wir müssen hier in diesem Koaxialwärmetauscher müssen wir umsteigen oder die Wärme muss dann umsteigen. Das heißt, sie kommt von unten bei minus 90 Grad auf minus 20, muss dann umsteigen, geht ein bisschen runter auf minus 30 und so bei plus 30 können wir die Wärme wieder abgeben. Beispielsweise wieder diese Box hier, die minus 80 macht. Wir haben die gleiche Box auch plus 5 Grad. Für einen Camper normal, für Lebensmittel, für Probentransporte. Wir haben die gleiche Box als Mediausführung. Die hat eine sehr stabile Temperatur mit Innengebläse und so weiter. Die braucht ein halbes Ampere. Diese Box hier, die braucht 40 mal mehr Strom wie eine normale Kompressorkühlbox, die nur auf 5 Grad geht. Wir schauen jetzt hier noch kurz in die Box rein. Nehme ich euch mit. Und zwar nehme ich euch hier mit der Kamera. Dann seht ihr, diese Box ist sehr viel kleiner geworden. Wir haben also nur noch einen kleinen Innenraum und hier sind diese meine Proben von den, ihr seht, diese Proben sind wirklich hart und das ist auch hart. Und das hier ist ein Kälteöl, ihr seht, das ist flüssig, das hält bis minus 120 Grad. Mit dem kann ich auch hier minus 80, minus 90 Grad fahren. Ja, das ist diese Box für Tieftemperaturtransporte. Die Stromversorgung von dieser Box mache ich euch ein anderes Video, das verlinke ich euch hier oben. Ja, und hier in diesem Eck mache ich euch die Standardkühlbox nur für Camping, wirklich Energieklasse 3x A+, die halt dann weniger, 40 mal weniger Strom braucht, wie die gleiche Box hier mit viel dicker Isolation. Das soll es gewesen sein für heute. Bis morgen aufs nächste Video und ich wünsche euch einen schönen Tag.